So, heute die zweite Trainingseinheit hier in Spanien. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. So, dann starten wir mal direkt in die zweite Trainingseinheit hier in Spanien. Und für die zweite Trainingseinheit habe ich mir gewünscht, dass wir etwas mehr an der Rückhand arbeiten, dass ich da ein bisschen mehr in den Spin reinkomme. Und dann haben wir direkt hier angefangen, mit der Rückhand uns einzuspielen. Hier die erste Übung auch, wo ich den Emilio vorne am Netz anspielen sollte. Relativ hoch mit viel Spin. Das war das Ziel von dieser ersten Übung hier, dass ich immer gut unter den Ball komme mit dem Racket Drop. Das fällt mir so ein bisschen schwer, weil ich eigentlich gewöhnt bin, sehr gerade auf der Rückhand zu spielen. Das habe ich sowieso ja hier im Winter die ganze Zeit gespielt, aber auf Asche macht das einfach nochmal viel mehr Sinn, da ein bisschen mehr mit dem Topspin zu agieren. Deswegen war das eine Einheit, die ich mir unbedingt gewünscht habe, dass ich da nochmal ein bisschen mehr dran arbeiten kann, Spin reinzubekommen, Racket Drop etwas, sag ich mal, auch beweglicher im Handgelenk zu werden, die Hände ein bisschen flexibler einzusetzen, um den Spin da in den Ball reinzubekommen. Da haben wir auch über eine Sache gesprochen, über die ich gerne immer wieder von vorne rede, und zwar die Höhe über dem Netz, ja, wie wichtig das eigentlich ist, da die Höhe über dem Netz zu haben, diese Sicherheit zu haben, plus die Höhe des Balles und der Spin dazu, die machen ja die Treffpunkte nachher für den Gegner extrem schwer, ja, hohe Treffpunkte, unangenehme Treffpunkte. Und jetzt hier war die nächste Übung folgendermaßen strukturiert, dass Hütchen zwischen der T-Linie und der Grundlinie waren, also circa genau auf der Mitte davon, und ich hatte die Aufgabe, zwischen T und diesen Hütchen den Ball zu platzieren mit genügend Topspin, dass er eine hohe Flugkurve hat und man dann auch wirklich das Absprungverhalten des Balles gesehen hat, wie der dann schneller wurde, wie der höher wurde nach dem Aufprall auf dem Boden. Und das Ganze haben wir dann als nächstes auch noch cross gemacht. Genau, als wir das dann cross hatten, haben wir noch ein bisschen mehr Bewegung reingebracht. Hier war die Aufgabe zweimal Rückhand Longline, einmal Vorhand Cross. Möglichst auch bei der Rückhand, wenn es jetzt ging, offene Stellung. Der zweite war dann immer etwas einfacher, weil ich ja schon auf der Seite war. Da konnte ich dann die geschlossene Stellung wählen, Vorhand. Möglichst auch immer offene Stellung hinrutschen zum Ball und so möglichst auch effizient arbeiten, was die Beinarbeit angeht. Und hier war immer noch der Fokus, wirklich die ganze Zeit mit dem Topspin auf der Rückhand, die Höhe beim Netz zu haben, dass der einen schönen Spin hat, hoch abspringt, dass Emilio auf der anderen Seite auch schwierigere Treffpunkte hat. Ja, was ihr hier auch gehört habt, auch ein sehr wichtiger Punkt, die Beinarbeit. Nicht nur das Hochwischen an den Ballen, der Racket Drop ist entscheidend, sondern auch die Beinarbeit. Deswegen hier haben wir hier in dieser Übung nochmal wirklich verstärkt, ja, einen neuen Stressor, sage ich mal, reingebracht mit dem Slice für mich, dieses tiefe Absprungverhalten des Balles dann. Und da muss ich dann wirklich nochmal mit dem Bein arbeiten, mit der Beinarbeit arbeiten, tiefer unter den Ball kommen. Racket Drop muss natürlich hundertprozentig auch da sein. Und dann nochmal daraus die Bälle nach oben zu ziehen, ist natürlich nochmal eine Stufe schwieriger. Das war jetzt hier die Aufgabe dieser Übung, Beine einsetzen und Topspin rein. Und was ich mir noch gewünscht habe, ja, immer mehr Spieler auf der Tour spielen auch den Stockball, wollte ich auch nochmal schauen, dass wir da etwas machen. Und ganz entscheidend war, dass ich die Bewegung möglichst lange gleich halte, wie wenn ich eine normale Vorhand schlagen würde, Cross oder Longline. Das heißt, der Emilio hat darauf geachtet, dass meine Bewegungen bis zum letzten Moment möglichst identisch sind, dass man den Stoppball nicht erahnen kann und somit er noch schwieriger ist für den Gegner zu erreichen. So, das waren meine beiden Trainingseinheiten in Spanien. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Sache aus dem Video für euch herausnehmen können. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wie immer gerne Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf dem Kanal, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!
Ciao.